Herzlich willkommen zu Zunkus Welt TV aus der Heimat Tirol. Ich bin da jetzt bei der Tulfa-Hütte am Fuße des Glunkitzers. Da unten, glaube ich, da sieht man Hall, da drüben wäre Innsbruck, da der mächtige Berg, der Bettelwurf und die Nordkette. Und ich meine, bis vor kurzem war es jetzt noch irrsinnig sonnig, aber in die Berg, da kommen ja die Wolken relativ schnell, da trübt es dann relativ schnell ein. Und wenn es so weitergeht, haben wir noch eine gute Chance, dass der Regen dieses Video beendet. Ich war jetzt 4 Tage in Tirol und der Abschluss von der Tirolreise, den bildet ein sehr, sehr würdiges Motorradl, und das sehr, sehr würdige Motorradl bietet auch den Abschluss meiner kleinen KTM-Serie. Also ich bin gefahren die Duke 97, ich bin gefahren die Super Duke 1290 GT und jetzt bin ich gefahren das Viech Super Duke 1290 R, und ich habe diese Dramaturgie für mich persönlich sehr gut erwischt, weil das ist natürlich schon, das ist der echte Ansapok. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Diese Super Duke 1290 R. Ich meine, die meisten werden sich jetzt denken, na gut, ich meine, seit wann schwärmt er jetzt vom Super Duke? Das ist ja der Werkstunfisch. Das ist ja sein Ein und Alles. Und das ist nach wie vor so. Der Werkstunfisch ist einfach für meine Anwendungen, für das, wie ich fahre, ist es einfach das Nonplusultra, weil ich halt gern Straße und Rennstrecke gleichzeitig fahre mit einem Motorradl. Aber diese Super Duke 1290 R, na, die hat mich jetzt wirklich begeistert. Unglaublich begeistert. Es ist, man sieht es eh gleich, es ist ein relativ wuchtiger, großer Bock. Das trägt natürlich sehr dazu bei, dass auch Menschen, die jetzt wenig Ahnung haben von Motorleistung und so, wirklich ein bisschen Angst haben, wenn sie es anschauen, dass sie sich denken, ui, das ist was Gefährliches, das ist was Mächtiges. Und dieser Eindruck, dass das was Mächtiges ist, der ist auf keinen Fall falsch. Und das, dass das was Gefährliches ist, das würde ich jetzt nicht unterstreichen. Vorausgesetzt, man kann Motorradl fahren. Also wenn man starke Motorradl nicht gewohnt ist und schon Angst hat, wenn irgendwas, keine Ahnung, 40 PS hat, na, dann steigt man auf dies besser nicht auf, weil ich meine, der V2 mit die 1300 Kubik hat schon 177 PS und 141 Newtonmeter. Und ich meine, Wenn du ein bisschen mit Motorleistung umgehen kannst, wenn du das ein bisschen gewohnt bist, na, dann ist es einfach so, dass es eine gigantische Freude ist. Und jetzt komme ich schon zu einem Punkt, der mir echt wichtig ist, weil ich ja irrsinnig oft mit so Meinungen konfrontiert werde, die sagen alle, 177 PS, na, das braucht kein Mensch in einem Motorradl, das bringst nie auf die Straßen, und wenn es keine elektronischen Fahrhilfen hätte, wäre es unfahrbar. Und alles, was ich da jetzt gehört habe, muss ich auf das Schärfste verneinen. Warum muss ich das aufs Schärfste verneinen? Einerseits ist es so, dass dieser Motor wahnsinnig gut abgestimmt ist. Er hat natürlich Ride-by-Wire, das ist ja auch schon eine Art der Elektronik, wo man quasi Das hat einer einmal ganz toll ausgedrückt. Ride-by-Wire, also so, beim Gasgriff bist mehr oder weniger du der Befehler, also mit die Gasseile. Da reißt du die Drosselklappen auf, aber wenn du Ride-by-Wire hast, gibst du immer nur eine Anfrage an das System. Du gibst eine Anfrage an das System weiter und sagst, ich hätte gern jetzt Leistung. Und wenn das System der Meinung ist, na, so viel Leistung wie der jetzt will, das ist aber gar nicht super gescheit, weil das bringen wir ja nicht auf die Straßen, dann ist es mit dem Motormapping, dann reagiert es so, dass du halt gerade diese Leistung erntest, die jetzt gut ist, und das ist ja nichts Schlechtes. Das ist ja wirklich nichts Schlechtes, sondern das ist ja wirklich ein tolles Feature. Und der Motor hängt trotz diesem Ride-by-Wire, also dieser Anfrage, die da permanent gestellt wird, wahnsinnig schön am Gas, ist wirklich super zu dosieren. Und um da gleich ein anderes Vorurteil auszuräumen, na, du kannst es auch
wirklich leibend langsam fahren. Weil ich bin jetzt da in Tirol und Tirol, gut, ich bin da aufgewachsen, ich kenne das halt wahnsinnig gut und habe natürlich jetzt eine Beziehung dahin, weil ich glaube, jeder dort, wo er aufgewachsen ist, außer er ist jetzt in irgendeinem ganz argen Kaff in einer Gstätten aufgewachsen. Und selbst der wird dort so sehr romantische Gefühle haben wahrscheinlich. Also in der Regel taugt er das schon, dort, wo du aufgewachsen bist, da hast du ein bisschen ein Zugehörigkeitsgefühl. Und jetzt taugt mir das Tirol irrsinnig. Allerdings seien es halt mit der Überwachung, mit dem Radar und mit den Geschwindigkeitsbeschränkungen, na, da sind es nicht besonders lustig, die Tiroler. Die haben zum Beispiel da unten auf dieser Interlautobahn durchgehend einen 100er. Das heißt, du kannst in Tirol eigentlich nie schneller fahren als 100, also im legalen Rahmen, und du fährst ja durch wahnsinnige viele Ortschaften durch, und in die Ortschaften ist halt ein 50er und manchmal ein 30er. Und wenn du jetzt ein Motorradl hättest, was diese niedrigen Geschwindigkeiten, wo es einfach irrsinnig ungut ist, damit zu fahren, na, dann hättest du keine Freude. Und ich habe aber mit dieser Super Duke 1290 R auch in diesen Ortschaften eine mächtige Freude gehabt, und ich bin mit dem auch wirklich langsam durchs Land gefahren und dort überhaupt keine Probleme gehabt, weil es heißt dann oft, es ist so ein Motorradl, was dich so irrsinnig treibt und da musst du immer Gas geben. Das finde ich nicht. Also ich habe dort eine extrem entspannte Sitzposition, habe einen irrsinnig harmlosen Kniewinkel, das zeige ich euch vielleicht kurz. Also das ist, ich bin jetzt nicht der Größte, ich bin 1,78, aber ich sitze dort wirklich super oben. Das ist ganz leibend, voll entspannt. Ich habe einen irrsinnigen guten Abstand zwischen Sitzbank und Lenker und eben auch zu diesen Fußrasten. Und die Fußrasten bei dieser Super Duke sind aber nicht so super motormäßig relativ weit hinten, sondern die sind genau da, wo ich sie eigentlich gern haben will. Was ich dann habe natürlich ist ein mächtiger Tank. Ich meine, der Tank ist glaube ich gar nicht so groß, das sind 18 Liter, aber da haben sie halt müssen durch diesen hohen V2, müssen sie halt da relativ viel unterbringen. Und deswegen ist es also ein hochaufragender Tank, der mir jetzt, wenn ich die Maschine von der Seite anschaue, nicht wahnsinnig gut gefällt. Also das ist jetzt nicht die Linie, wo ich mich niederknie und sage, bist du deppert, das ist genau meins. Nein, das ist nicht. Aber wenn ich oben sitze, finde ich das eigentlich super. Du bist sehr, sehr schön integriert in das Motorradl. Und was ich auch noch sagen will, wenn ich oben sitze, mir gefällt da diese ganz schlichte DFD-Armatur. Das ist ganz schön. Und du siehst vorn, du hast vor dir nur diese kleine Armatur und sonst nichts. Die Straße. Und das taugt mir schon sehr. Jetzt sitzt dort oben auf einem wirklich wilden Bock, auf einem echten Rechereisen, Raubritterkisten, ganz was Arges, und fährst ja mit ein bisschen so also aufgestellte Öppung, fährst du ja durch das Dorf mit einem 50er. Da fühlst du dich schon sehr gut, muss ich sagen. Und die Maschine erregt natürlich auch Aufmerksamkeit. Also die es kennen, die zeigen sowieso mit dem Finger, weil so oft siehst du es halt nicht und sagst, schau, Super Duke! Und sagen da vielleicht nur die Faust zur Aufmunterung. Und die es nicht kennen, die schauen trotzdem hin, weil es einfach wirklich ein arger, außergewöhnlicher Auftritt ist. So, jetzt habe ich das mit dieser Sitzposition angekommen. Genau, da ist der Punkt, über SVZ-Deluxe, Düschernau, aber es ist ja wichtig, dass man dann wieder zurückfindet. Und das war jetzt mit dem 100er, mit dem Langsamfahren. Also, das Erste, wenn einer sagt, mit dem kannst du nicht langsam fahren, ich habe keine Ahnung, was mit dem los ist, ich kann sehr, sehr gut langsam damit fahren. Ich habe auch nicht dieses oft gehörte Konstantfahrruckel, nein, das läuft ganz wunderbar. Ich fahre allerdings nie unter 3000 Umdrehungen, wobei ich das Gefühl habe, dass es im Vergleich zu dem Triebwerk, das in der GT drinnen steht, dürfte das schon wieder ein bisschen überarbeitet sein, da dürften schon wieder ein paar so Verfeinerungen eingebaut haben. Ich habe das Gefühl, dass das in die wirklich tiefen Drehzahlbereiche läuft es runder wie das aktuelle GT-Triebwerk. Den Eindruck habe ich. Nichtsdestotrotz fahre ich das nie unter 3000. Das mache ich nicht. Ja, und jetzt für die Leute, die sagen, wer braucht diese Leistung? Denen kann ich nur sagen, ich brauche diese Leistung, weil das einfach so ein unfassbar göttliches Fahren ist, wenn du aus dem Teillaufbereich, aus dem Radius aus sich beschleunigst. Und wenn das jetzt geht bis 100,
Na, dann brauchst du natürlich die vollen 177 PS nie, weil ins Vollgas kommst du eigentlich nie rein. Aber ein Motor, der 177 PS Spitzenleistung hat, na, der hat ja in der Mitte dann auch schon ein mörderisches Schmalz. Na, du hast im Teillastbereich schon diese 100 PS, wo halt manche sagen, das ist vollkommen ausreichend. Jo, aber das hast im Teillastbereich, das hast bei Halbgas, hast 100 PS, das heißt, wenn du dort aus der Ecke ausschlenzt, bist du deppert, dann schreist in den Helm rein. Und wenn du so bist, wie das mit einem Jethelm fährst, dann schreist halt in die Welt. Also du legst ein in diese Kurven, siehst, es ist der Kurvenausgang und wuap, wuap, schlänzt es aus. Und das ist so göttlich. Und deswegen will ich so einen starken Motor. Ich muss ihn nicht Vollgas fahren. Das muss ich ja nicht machen. Das hat ja im mittleren Bereich schon so eine mörderische Leistung, dass das wirklich ein unglaublich souveränes Fahren ist. Und wenn sie kurz brauchst, diese Spitzenleistung, na, dann ist es da. Dann ist aber so, dass, wie gesagt, dann solltest du leistungsstarke Motoren gewohnt sein, weil dann spielt schon Granada. Da musst du schon wissen, was du hast. Das ist dann eine echte Raketen. Göttlich, göttlich. Ja, was nicht göttlich ist, was gut ist, aber nicht göttlich, ist der Schaltautomat. Ich finde es natürlich einfach toll, auch wieder in dem mittleren Drehzahlbereich, wenn so die Gänge also kupplungslos einfach durchjagst, so bleibst immer am Gas drauf und schaltest unten nur eine, und das ist mit so ganz einer kurzen Zündunterbrechung, legst die Gänge nach, das ist natürlich fantastisch, aber es gibt Schaltautomaten, die besser funktionieren, die geschmeidiger funktionieren. Ich habe jetzt dort im Vergleich zur GT relativ wenig Druck braucht, also das ist viel geschmeidiger gegangen wie auf der GT. Es ist allerdings nicht so super weich gegangen wie auf der 97er Duke. Also die 97er Duke, da haben sie den Schaltautomat gemeinsam mit dem Motor schon konstruiert und entwickelt. Das merkst. Dieses Niveau ist auf der Super Duke nicht, aber ich finde, dass das großartig ist. Und es hat auch eine Blipperfunktion, das heißt, beim Abschalten gibt es diese Zwischengasstöße, die mir einfach ohnmächtig machen vor Glück. Das finde ich einfach so super, weil das mit dem Zwischengas geben beim Abschalten, na, das ist schon was gewesen, was nicht ganz leicht war zum Lernen. Weil du hast ja müssen, je nach Drehzahl, in was für einen Bereich du abschaltest, hast du müssen ausreichend Zwischengas geben. Und das meistens bist du noch voll auf der Bremsen gehängt und hast dann müssen diesen Zwischengasstoß reingeben. Das ist eigentlich eine relativ schwierige Übung gewesen, die mir gelungen ist, wenn ich wirklich super drauf war. Aber das kennt ja jeder. Manchmal hast du einen Tag, da stehst du auf und denkst dann, oh, heute bin ich nicht Weltklasse. Und diese Koordination dann, diesmal an so einem Tag, wo ich das Gefühl gehabt habe, na, heute ist nicht Weltklasse, ist mir das dann nicht so sehr geglückt. Und mit so einem Schaltautomaten glückt dir das immer. Das ist einfach göttlich. So, Freunde, ich habe mir vorgenommen, ich bin ja meistens dann so ein bisschen so richtig aufgezogen und druck das Video oben, volle Granate. Und diesmal habe ich mir vorgenommen, nein, ich bin jetzt in Tirol, ich habe so wahnsinnig Leimand gehabt, ich werde diese Präsentation komplett entspannt machen und ich rauche mir jetzt kurz das Pfeiferl an. Freunde, schaut euch inzwischen die Super Duke 1290 R an und ich schaue, ob ich bei dem Wind das Pfeiferl anzünde. Das dauert nicht lang. Ja, ja. Dann stoßen. Und wenn es regnet, dann wären wir böse. Dann wären wir richtig böse. Aber Mann, das ist einfach ein Wahnsinn. Perfetto. Ja, was ich bei KTM sowieso wahnsinnig toll finde, das ist halt, dass diese Powerparts, dass da so echt viele Teile gibt. Und man sieht eh, ich habe dort oben diese Alcantara Sitzbank, ganz großartig. Ich habe wahnsinnig schöne Fußrosten oben, die schauen auch wahnsinnig gut aus, finde ich. Ich habe einen Agrapovic Auspuff drauf. Und beim Klang, genau, Motorklang ist immer ganz wichtig und da sagen sie mir immer, na, hast du es wenigstens angeworfen.
das ist so mit diesem YouTube, mit dem Mikrofon, der echte Klang kommt eh nie aus. Das ist wirklich am gescheitesten, man geht zu so einem Händler, wenn einen der Klang interessiert und sagt beim Vorführer, da kann ich den einmal kurz anreißen und dann horcht man sich das an. Dieser Klang ist einfach in der Realität, da kommt einfach so ein YouTube-Mikrofon, das kann das nie transportieren. Deswegen schalte das gar nicht ein, weil das eigentlich ein Witz ist. Wenn du dort oben sitzt und so einen geilen Klang erlebst und dann hörst du es dann in der elektronischen Kiste und denkst da, Alter. Deswegen mache ich das nicht. Ich habe die Anregung dankend angenommen, aber ich setze nicht um, bitte nicht besser sein, aber irgendwie kommt es mir nicht würdig vor. Und der Klang von dieser Super Duke ist aber großartig. Der ist wirklich großartig, das ist ein echt räudiger, würdiger Klang und der ist aber nicht laut. Er ist wirklich nicht laut. Es ist sogar relativ verhalten und ich meine für das, dass da 1300er V2 drinnen steckt, ist eigentlich ganz, ganz großartig. So, das Vorwerk ist eh voll verstellbar, ist nicht elektronisch wie bei der Super Duke GT. Bin ich nicht böse. Zum Straßenfahren finde ich so ein elektronisch verstellbares Vorwerk mittlerweile eigentlich ganz gut und so ein semi-aktives, weil das ist halt selber auf die unterschiedlichen Bedingungen anpasst und weil ich das halt per Knopfdruck einstellen kann. Das finde ich persönlich jetzt für Straßenfahren nicht so schlecht. Überhaupt wenn du Straßen und Rennstrecken fährst, taugt mir das eigentlich. Das hat sie nicht. Macht man aber auch nicht viel. Es ist nur so, wie die jetzt daherkommt. So abgestimmt, wie sie ist, ist sie relativ straff. Also ist jetzt nicht wahnsinnig komfortabel. Ich bin allerdings auch zu zweit mit der Fee gefahren. Die hat gesagt, sie ist hinten relativ gut gesessen. Und das hintere Federbein ist mir so ein paar vorkommen, dass es ein bisschen sensibler anspricht, wie die Gabel. Die Gabel, na, das ist schon, sportlich straffes Ding. Kann man sicher einstellen. Ich hätte jetzt, wenn es meine Maschine wäre, ich würde mir es nicht umstellen, weil man denkt, na, das ist eh super. Und zu so einem Eisen, was ja wirklich die Gewalt im Rahmen hat, na, da passt das auch sportlich abgestimmte Gabel super. Mit der Bremse ist ein 320er Doppelscheiben, mit einem Brembo-Anker, mit einem super ABS, Kurven-ABS und sie hat ja sowieso das spielt alle Stickel mit der Elektronik. Das ist wirklich, da kann ich jetzt gar nichts sagen, das ist einfach super. Da ist mir überhaupt nichts aufgefallen. Also da habe ich weder jetzt irgendwie gehabt, wow, das ist ja wahnsinnig toll, noch habe ich gehabt, oh je, das taugt mir nicht so nach. Das ist so, wie man sich das von so einem Spitzenprodukt erwartet. Genauso funktioniert das. Und ich finde sogar, dass jetzt bis auf den Schaltautomaten, da ist tatsächlich noch ein bisschen Luft nach oben, finde ich. Es ist ein gutes Niveau, es ist ein hohes Niveau, aber es ist nicht Weltklasse. Hat es bei der Maschine jetzt eigentlich nichts gegeben, wo ich mir gedacht hätte, na, das geht noch ein bisschen besser. Und vielleicht jetzt noch, wenn jetzt der eine sagt, na, warum findet er dann den Thunfisch trotzdem leibern da? Das ist so, der Thunfisch ist halt abgeleitet von einem Superbike. Der ist abgeleitet von einem Superbike und ist daher auf der Rennstrecke natürlich eine andere Liga. Weil das fährst halt wie ein Supersportler. Mit einem geraden Lenkstangerl und das ist halt abgeleitet in Wirklichkeit von einer Big Enduro und jetzt hast du dort hundertprozentig im freien Land eine bequemere Sitzposition, aber du hast halt nicht so dieses ganz direkte Gefühl fürs Vorderradl und du hast auch nicht dieses komplett logische, supersportliche Einlenkverhalten. Das hast du nicht, wobei ich jetzt aber sagen muss, wenn du nur im freien Land unterwegs bist mit dem wahnsinnig schnell und halt irrsinnig bequem unterwegs. Also du sitzt dort oben wie aufgegossen, du verspannst überhaupt nichts, du hast keinen Druck auf die Handgelenke und hast eine wirklich fantastische Maschine. Also wenn du jetzt ein reiner Straßenfahrer bist, dann ist das, da hat keines dieser, ob das jetzt der Werkstunfisch ist oder die 1290 Super Duke R, da hängt es dann wirklich nur am Fahrer ab. Am Fahrer, wie viel er von dieser Leistung auskosten kann. Und wie gesagt, mir persönlich ist aber beim Straßenfahren extrem wichtig, wahrscheinlich auch noch viel wichtiger wie früher. Früher ist mir vielleicht nicht ganz so wichtig gewesen, aber wenn ich durch so ein traumhaftes Gebiet fahre, dann will man schon ein bisschen was anschauen. Ich will nicht nur die Bremspunkte sehen und nicht nur die
den Abhang sehen, den ich vermeide, oder den Gegenverkehr oder was auch immer. Nein, ich möchte mich dann schon ein bisschen umschauen können und mir diese wahnsinnig schöne Landschaft anschauen. Und da muss ich halt dann nicht Vollgas andrucken, sondern aus dem Teillastbereich kommen. Und da ist das einfach so ein wahnsinnig starker Motor, einfach göttlich, weil du halt schon im mittleren Bereich eine Leistung hast, die andere nur haben, wenn sie voll auswindest. Und voll auswinden, na, das ist dann schon immer eine andere Konzentrationsleistung. So, Freunde, ich breche jetzt ab. Da ist jetzt gerade ein Dominator gekommen. Ich weiß nicht, gehen die Burschen bergsteigen? Ich habe keine Ahnung. Ein paar Tropfen habe ich auch schon gespürt. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diese KTM-Reihe und für die Tirol-Reihe, dass das so leibend angekommen ist auf Zonkos Welt TV. Ja, und was ich noch gern, was ich auch gern ans Herz legen möchte, es ist so, wenn du meine Generation bist, dann ist das mit dem Abonnieren, na, das ist gar nicht so einfach, weil das früher, wenn du ein Heftl abonniert hast, bist du ja immer gefangen gewesen. Da bei dem YouTube-Kanal ist es so, wenn du dort unten auf diesen Abo-Knopf drückst, na, dann wirst du einfach informiert, Abo-Knopf und dann die Glocken, dann wirst du einfach informiert, wenn ein neues Video von dem Kanal kommt und ich habe halt wieder einen Abonnenten mehr. Und wenn dir das dann nicht mehr taugt, wenn du denkst, Alter, das, was der redet, das bock ich nicht mehr, dann drückst du wieder auf den Knopf drauf, dann ist es deabonniert. Also du gehst da überhaupt keine Verpflichtung ein, aber machst mir eine Riesenfreude. So, jetzt habe ich das auch gesagt, die Super Duke und ich werden wieder ins Dolobby fahren, weil da wird es schön langsam entrisch. Und ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Tirol! Ciao! Baba, grüß euch! Tirol, jawohl!